Schau mal an, ich kann mich hier Freunde heilen lassen, unendlich mal. Ach, das ist ja mal geil. Cool. Danke, festes Torter. Das ist auch erstmal verzweigt. Wo sind wir? Wo zur Hölle sind wir? Warum ist hier Feuer? Ein Gegner, oder? Ja, das ist ein Gegner. Psychos. Oh nein! Nicht die Viecher aus Earthbound. Oh nee! Nicht die Viecher aus den Fire Grottos oder Fire Springs ist nicht, glaube ich, ne? Ja, solange du das nur machst, ist alles okay, mein Freund. Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht, ey. So, noch diese Scheißviecher. Bam! Bumm! Zack! Ja, triff auch bitte, ja? Oh Mann, oh Mann. Die Fire Beta, ja, nee, ist klar. Autsch. Froh, dass ich den stärksten Halbzieh habe. Die gehen mir jetzt schon auf den Keks, ne? Und die machen den Mafia 2, machen den noch stärker, die Viecher. Ja. Fragt man sich, wie lange das Spiel eigentlich noch gehen wird. Dann. Okay. Wo sind wir eigentlich gelandet? Das sieht nicht gerade nicht aus hier. War ein bisschen eine Kapsel. Was zur Hölle? Was bist du? Bist du ein Starman oder was? Ein Evil Eye! Autsch! Die Musik hört sich auch nicht gerade gut an. Entweder liegt das an meinem Midi-Fong oder Midi-Sound-Fong oder. Naja, gut, du wirst es heilen. Und zwar mit dem Ziel-Life-Up-Beta, glaube ich, halt, reicht der erstmal noch. Das ist erstmal genug hier. So, du greifst an. Ja, natürlich trifft er nicht. Oh, aber trifft er mit dem Crit-Zauber, ist logisch. Rain-Shock Omega. Ach ja, ist klar. Es ist auch noch Strange. Ich krieg die Kotze. Jetzt habe ich nichts gegen Strangeness. Ah, scheiße. Das kann ich nicht mal heilen. Das ist ja das Problem. Oh, gut, tot. Ach, nee. Sieht nicht bitter. So. Du heilst mir eben kurz mit dem Alpha-Beta. So. Okay, dann heilst du mit dem Alpha-Alpha die anderen beiden. Gut. Nochmal. So. Das hab ich hier. Das ist schon echt happig. Hallo. Der antwortet nicht. Ist keiner drin anscheinend. Hier geht's wohl nicht lang und hier kann ich vorbei. Gut. Richtig eingestellt, die Sachen. Die stehen ja auch noch auf dem Gebäude drauf. Naja. Was soll's. Jetzt halt, weil ich zu schnell laufe. Doch nett, oder? Wir sind immer nett und haufenweise Gegner, Alter. Was ist hier los? Was ist mit Onet passiert? Das sieht nicht ganz gesund aus, alles hier. Ich habe das erkannt, weil das ist doch die Entertainer's Shack und die geht zum Giant Step. Warum? Was ist hier los? Giant Step North at the top of the mountain danger. Do not enter. Wir sind nicht unnett, wir sind unnett. Was ist hier passiert? Ich denke mal, wir müssen zum nächsten Haus, oder? Drugstore, kann ich hier Sachen kaufen wenigstens? Nee, kann ich auch nicht. Ach, das ist alles. Okay, hier ist irgendwie. Geht's hier rein? Ja. Aber denn hier? Multi Bottle Rocket. Okay, eine Multi-Flaschenrakete. It does a lot of damage to its massive warhead. Okay. Kann ich bestimmt für Bosse gebrauchen. Was haben wir hier? Hamburger. Das ist doch derselbe Hamburger, den wir auch in Dingus bekommen haben, ne? In Mafia 2. 120 HP, okay. Gebe ich mal auf. Oh, Net Town. Was ist hier passiert? Das ist nicht
halbwegs gesund aus hier. Sind auch irgendwie keine Menschen in der Stadt. Was zur Hölle? Dann kommt der Gegner, ich mache es irgendwie schon kaputt. Wilden Woolly Shambler. Die Viecher irgendwie alle noch mal verzweifelt später noch kennenlernen. Ja. Oh Mann. Was soll ist hier passiert immer in Onet? Das ist echt. Das ist verstörend ein bisschen, finde ich. Nein, nicht gerade verstörend, aber irgendwas irgendwie. Es wurde anscheinend angegriffen. Also von Geiges Armee was angegriffen. Oder Gigo, oder wie man es nennen möchte. Momentan ist er momentan in der Umbruchsphase zwischen seinem jetzigen Zustand, also dem Geek, und dann später dem Level Up, sehr gut, dem Gigo, der dem Geiges. Also wo er dann halt bekloppt mit dem Kopf. Und so. Ich wollte eigentlich an die Tür klopfen und nicht kämpfen, aber ne, egal. Evil geht mir jetzt schon auf den Keks, das ist halt Gegner. Und Musik ist übelst abgespackt. Oh, ja, nee, nicht. Danke. Gut, geht doch. Scheiß Brain Shock, ey. Ich hasse diese. Das ist eine Attacke, das trifft ja auch hin. Oh, wieder 95, ja, übertreibst du hier. Das Problem ist nämlich, Brain Shock kann nie öfter treffen, weil das eine epische Mega ist. Und da sind die Chancen ein bisschen anders. Nee. Toll, super. Nee, geil. Du bist sowieso tot. Oh, beschissen mit den Leveln. Ja, das doch noch ein bisschen. Hier. Nee, ist nichts, okay. Das ist aber echt eine ganz schöne psychedelische Sache hier. Psychedelisch, naja. Soll ich zu Nests Haus oder. Ich werde erstmal die Stadt erkunden, ehrlich gesagt. Oh, wieder schon zwei von diesen scheiß Typen. Die mal auf den Geist gehen, ey. Ah, nee. Die geben mir mit ihrem Scheiß die Feuer auf den Keks, ne? Ganz ehrlich. Ah, nee. Ich bin froh, dass wir so relativ viel Schaden machen. Vor allem der ist mit seinem Mega-Dingens da. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Seafire Beta. Ja, Seafire Alpha. Geht ja noch. All die sollte vielleicht mal geheilt werden, ansonsten geht es einigermaßen. Selbst angreifen. Natürlich trifft er nicht. So. Einfach Beta. Das ist ein bisschen scheiße sortiert, ehrlich gesagt. Weil das nach Erstellung sortiert ist und nicht nach Typ. Sagt man mal, wie man es eigentlich auch im RPG Maker sortieren kann, aber das muss man da selber machen. Es gab da hier noch keine Skripte, wo es möglich gewesen wäre. Wie zum Beispiel, ich glaube, war das irgendein, ich weiß nicht von welchen Skripte das war, aber es gab hier in VX zum Beispiel schon ein Skript, womit man halt die Fähigkeit in Gruppen sortieren konnte. Und mit einem Ace geht das ja sowieso von Standard an. Aber na gut, ich werde erstmal bei der erkunden und gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Was sagt das Schild? Help wanted. Policeman to close roads. On at Police Department. Oh ja. Daran können wir uns noch erinnern, ha? Break the curse of violence. Don't break the window change. Freeze movement. Ah ja. Almia, okay. Just a little garbage. Okay. Es sind keine Menschen mehr in der Stadt. Jetzt greife ich nicht mal die Mailboxes an. Hotel. Hotel on net. 55 Dollars per Night for a single room. okay. Kann ich das lesen, das Schild? Nee, kann ich nicht. Ach, schon mal einen an. Hier ist der Dingens, der. Alter, wie viele Gegner, ne? On der City Hall. Oder auch nicht. Ist irgendwie kaputt oder wird noch erbaut oder so. Gegner gehen wir ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt. Jetzt auch nicht rein. Clean, quiet and beautiful. Oh, net. Run by Mayor Perkel. Ach, der ist damals schon Dings gewesen. Mayor. Bush Hospital. The best hospital care in Onet. We put our life into operating on you. Ja. Oh mein Gott, das ist richtig nostalgisch hier, aber das ist alles so surreal. Open soon. Mach Pizza Onet Branch. Was ist
hier. Can of Fridges inside. Das ist kaputt hier. Wie geht's rein? Ist der. Kann ich das irgendwie nutzen oder so? Check the robot. There was a robot punch inside. Alinua takes it. Was ist ein robot punch? Wo ist denn das jetzt? robot punch. Da. Could install onto UFOs. Okay. Was macht das jetzt? Robot punch. So powerful it can knock the wind out of an enemy. 30 BP. Ach du Heilige. Na gut. Leveln werde ich jetzt nicht unbedingt. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehr viel Bock. Hier geht es dann nach Tusen, denke ich mir mal. Nach unten. Road to Tusen, ja. Darf ich hier erstmal gucken. Eckery. Ist auch nicht lang. Oh Mann. Das ist echt ein bisschen surreal hier, das Ganze. Passive Rock, den können wir später verkaufen, was wir auch verkaufen können. Polizeistation ist auch geschlossen. Ja, okay. Ich würde sagen, wo sind wir rausgekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Drugstore. Wo sind wir denn rausgekommen? Morgen ist er. Welches ist Torte? Hier glaube ich irgendwo, oder? Nee, hä? Ich bin bekloppt, oder? Hier. Okay. Ich muss kurz heilen. Und speichern. So. Gut. Und wir sagen, versuch mal, was passiert, wenn wir nach. Ups, wenn wir nach Tusen wollen. Und dann gehen wir zu Ness Haus. Vielleicht. Oh, hier haben wir noch was vergessen. Cup of Life Noodles. Oh, danke. Sehr gut. 4 Stück haben wir. Und vielleicht haben wir nur noch eins. Ach du heilige Scheiße. Hier ist geschlossen. These roadblocks were set up by only the best roadblockers in all of Ireland. As such, there's no way you can just squeeze through. Okay. Da wär's wohl erst. Ach ja, da wär's zum Haus. Zum kaputten Haus gegangen. Also dem Haus, was man kaufen kann. Was wir auch kürzlich gekauft haben, eben together. Na, hier geht's auch nicht lang. Okay, gut. Dann geht's nur nach zu den Vororten. Also nach oben. Warum haben wir so komisches Sichtding und zwar, also so ein Nebel vor uns. Das ist ein bisschen nervig. Aber na gut. Okay. Ich würde mich nicht wundern, wenn. Ach, Teleporter, okay. Ich würde mich nicht wundern, wenn haufenweise Gegner wären. So auf to the sub-earth of Onet. Ach, das ist ein. Hier ist ein Heiligtum. We finally got here. This is the 8th power of point of power. But it's mine now. Take it from me if you dare. Mr. Mighty Multiply City blocked the way. Okay. Ich habe gerade mehrere von diesen Vieren gesehen, das ist nicht gut. Split. Ja, super. Toll. Scheißendreck. Mr. Molecule. Das sind auch Viecher aus Magic Hand, glaube ich, ne? Im Alpha 2. Okay, dann. Ne, das lohnt sich jetzt noch nicht, glaube ich. Wir müssen das Vieh hier erledigen, irgendwie. Du greifst sowieso alle an und triffst natürlich nicht. War ja klar, ne? Ja, Mann. Ist ein Rotz. Die Split, normal Split. Und PK Beam Beta, das ist nicht schön. Du messen musst doch mal ein bisschen schneller. Irgendwie. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Bam! Bitte stirbt alle, ja, wenn es geht irgendwie. Ihr nervt nämlich. So, einer schon mal tot, sehr gut. Obwohl, wenn wir einen Typ haben, ist er sich voll aufgesplittet hat, dann kann man natürlich auch mal Erfahrungspunkte kriegen, ne? Na. Wow, ihr macht aber Schaden bei den Viechern. Split schon wieder. 560 HP haben die also, ja. Mhm. So. Ums. Reves. Ums. Zabol. Ums. Ums. Die. Nochmal ein Sequicken. Omega. Die.